Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 mit mir, eurem Illyria, und wir spielen erstmal hier weiter, wo wir letzte Folge stehen geblieben sind. Wir haben gerade Erdenausweiche gebaut, wir haben Signale gesetzt und jetzt sollen wir eine zweite Komposition an Zügen bauen und genau das tun wir jetzt. So. Wir hatten den Borsig genommen, den nehmen wir auch diesmal wieder. Und wir hatten diesen hier genommen für den Transport von Früchten. Davon 4 Stück. Kaufen das. Und fügen ihn der Kaffeestrecke hinzu. Wo die Kaffeeproduktion gedeiht, erblühen auch Wirtschaft und Wohlstand. Dank der Eisenbahn ist die Hafenstadt Surabaya zum lebendigen Umschlagplatz für zahllose Güter und Dienstleistungen geworden. Allerlei Volk aus allen Winkeln der Insel möchte hier gewinnbringende Geschäfte tätigen. Deshalb hatte ich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Passagierlinie von Semarang nach Surabaya einzurichten. Zeit, eine Strecke zu errichten, die bald schon die wichtigsten Handelsknotenpunkte in Javas Osten verbinden wird. Na, das machen wir dann nochmal, würde ich mal sagen. Verbinde Surabaya und Semarang mit einer Zuglinie für Passagiere. Zeigt er mir hier? Ja, das hatte ich schon, danke. Danke. Gut, also, Surabaya ist hier. So, und die nächste Stadt befindet sich hier. Da ist Semarang. Diesmal, wie ihr sehen könnt, gibt er uns auch nicht vor, wo wir einen Bahnhof bauen sollen. Das bedeutet, diesmal können wir... Entschuldigt, man halt schon wieder. Diesmal können wir frei nach Lust und Laune. Dafür nehmen wir natürlich wieder Kopfbahnhöfe, weil, wie ihr sehen könnt, gibt es keine weiteren Städte, es gibt nur diese beiden. Setzen wir noch gleich hier zwischen, würde ich sagen. Ne? Ein bisschen Wachstum im Bahnhof herum. Nach mir die Sinnflut, wie man so schön sagt. Das heißt, sollte irgendwann alles zugebaut sein. So, ist es wirklich für Passagiere, dass ich mich bloß nicht vergucke? Passagier. So, Nummer 1. Und dann machen wir hier gleich die Nummer 2. Oh, da könnt ihr was sehen. Guckt euch das mal an, der Höhenunterschied. Oh, okay. Okay, müssen wir gucken. Naja, ihr könnt es sehen gerade hier. Das Land ist hier uneben. Müssen wir schauen. Na, wieso nicht möglich? Habe ich dich erwischt? Nö. Na, das kriegen wir noch hin. Immer in schönen kurzen Stücken bauen, dass nicht unnötig teuer gebaut wird. Nicht möglich, dann daneben gegriffen. So. Okay, jetzt habe ich hier ein kleines Problem, wie ihr sehen könnt. Und zwar geht es plötzlich... Oh, okay, okay. Was passiert? Ach, herrje. Ach, herrje. Ach komm. Sind wir mal ausnahmsweise nicht so. Die Plan ist vollendet, die Neugierde groß. Nun wird sich zeigen, ob der Passagierverkehr tatsächlich ein lohnendes Unterfangen ist.
Transportiere mindestens 25 Personen zwischen Surabaya und Semerang. Und genau das machen wir jetzt. Dafür brauchen wir logischerweise erstmal wieder ein Depot. Lass wir erstmal da reinfahren, würde ich sagen. Ne? Bitte lass es diesmal probieren. Ein formidables Unternehmen wie deines erfordert eine angemessen exquisite Niederlassung. Und du bist schließlich nicht irgendwer. Nein, das bin ich nicht. Ich bin ein ganz besonderer Unternehmer. Errichte eine repräsentative Residenz, die auf dem ganzen Eiland ihresgleichen sucht. Aha, ein Hauptquartier. Dann machen wir das doch mal. Bauen wir ein Hauptquartier. Sagen so mitten im Stadtkern. Seht ihr? Na, das geht leider nicht. Sonst hätte ich den Leuten gezeigt. Guckt her, hier bin ich. Ich bin der Meister des Schienennetzes. Nee. So, was kommt, wo können wir das bauen? Ja, so bauen wir das. Zack. Ein wahrlich attraktives Anwesen. Doch trübt die Freude eine veritable Plage. Schlangen haben das Gebäude was? Okkupiert. Was? Nein! Eine weise Alte wisse, wie du dich der Schlangenplage in deinem Gemäuer entledigen kannst. Sie soll in Surabaya zu finden sein. Nein, keine Schlangen, bitte nicht. Ich will keine Schlange haben in meinem Haus. Das ist mein Haus. Wenn ihr ein Haus haben wollt, nehmt euch ein eigenes Haus, aber nicht meins. Mach weiter. Die Alte meint, sie wisse nichts. Doch du solltest es bei ihrem Vetter in Semerang versuchen, der sich auf die Kunst des Schlangenbeschwörens versteht. Okay, gehen wir nach Semerang. Aber wollen wir nicht erstmal einen Zug fahren lassen? Ich würde sagen, ja. Warte mal, was sagt er? 25 Personen. Mehr steht da nicht. Okay. Fahrzeug kaufen. Dann nehmen wir auch gleich die... Nehmen wir die Borsig. So, die Personenwagen. Zweiachsiger Personenwagen mit beidseitig offenen Plattformen. Das ist natürlich noch eines, wie wir sehen könnten, ein ziemlich altes Fahrzeug. Wurde gebaut zwischen 1862 und 1890. 66 Emissionen. Hat 8 Passagiere transportieren können. Ich würde sagen, wir nehmen 4 Stück davon. Oder erstmal. Nee, ich würde sagen 4. Wir nehmen. Oder 3. Ist die Rede von 4? 4. So. Kaufen wir. Jetzt muss natürlich logischerweise noch eine Linie einrichten. Das machen wir. Ja. Surabaya und Semerang. So. Ja. Suse. Steht die Suse. Also nehmen wir unsere Suse-Linie. Gut. Moment, was habe ich jetzt falsch gemacht? Oh, ups. Wieso wurde die gerade als... Hä, die hat... Das war doch die Teststrecke. Was macht denn für ein Blödsinn? So, die Suse-Linie. Und zwar von Surabaya nach Semerang. Das hätten wir. Den Zug schicken wir jetzt los. Zack, zack. Ab auf die Suse-Linie. So, finde den Schlangenbeschwörer in Semerang. Der Schlangenbeschwörer tat kund, du hättest wohl bei deinen Projekten die mächtige Schlangengöttin erzürnt. Was? Da könne nur die Schlangenpriesterin vom Mount Merapi Abhilfe schaffen. Na, das würde ich doch hoffen. Finde den Tempel. Den Tempel.
Da, guck mal, da ist er. Hab ich doch, hab drauf geklickt. Wieso passiert nichts? Was? Was? Ach, da ist noch was. Okay. Offenbar gibt es hier mehrere Tempel. Und da ist der dritte. Dritter Tempel. Die Priesterin hat gesprochen. Nur wenn du der großen Schlangengöttin ein Opfer darbringst, wird sie ihre Kinder zurückrufen. Kaffee, so hat die Priesterin prophezeit, vermöge die Gottheit gewiss milde zu stimmen. Seht ihr, die ganze Welt liebt Kaffee, sogar die Schlangengöttin. Ach, hier soll ich Kaffee hinbringen? Okay. Opfere der Schlangengöttin Kaffeebohnen. Okay, ja, das dürfte kein allzu großes Problem sein. Ich muss nur Straßen setzen zumindest. Dann machen wir das doch mal. So, ein LKW-Station. So. Straßen? Da reichen solche Feldwege. Nicht, okay. Ach komm, da haben wir doch schon einen Bahnhof. Passt. Ja, so geht das doch. So lübdet. So, das nennen wir jetzt Schlangengöttin. Gut, dann transportieren wir mal ein bisschen Kaffee zur Schlangengöttin. Dafür neue Linie, neue Linie. So, das geht von der Station. Bis dahin. Was? Bushaltestelle und Bahnhof? Was? Moment. Was ist hier falsch? Moment. Das ist doch Cargo. Wieso sagt der geht nicht? Das ist doch gar keine Bushaltestelle. Wieso hat sich Suse angewählt? Hab ich doch gar nicht. Hab ich. Hä? Was zum Henker? Was zum Henker? Ich hab das doch gar nicht angewählt. Oh, das kann's doch nicht sein. Transfer. So hängt zum Henker hat sich Suse angewählt. Ich habe das hier angewählt. Wieso wackelt das zwischendurch runter? Das verstehe ich auch nicht. Also nochmal, das hier und das hier. Seht ihr, es geht doch. So, ist denn genug Kaffee vorhanden? Im Lager 0. Doch, Moment, hier. Produktion.
Es ist Kaffee da, also ist das kein Problem. Dann kaufen wir noch Fahrzeuge. Wir müssen so 2 Stück davon. 2 Stück. Schlangengöttin. So, wie sieht es mit dem Personentransport aus? Ach, das Spiel war die ganze Zeit pausiert. Was zum Teufel ist denn hier schon wieder los? Sag mal, will das Spiel mich fobben? Will das Spiel mich hier gerade ernsthaft fobben? Was ist hier los? Hier ist nichts auf der Linie. Nö, hier ist nichts auf der Linie, aber wieso macht jetzt... Hä? Ich hatte doch gerade einen vernünftigen, schönen Zug gekauft. Wieso ist der Zug... Was zum... Wo kommt der her? Also ich blicke gerade nicht ganz durch. Der eine ist auf der Teststrecke. Ich meine, ich glaube nicht, dass der rüber kann ins andere Depot. Wohl kaum. Zug 2. Also irgendwas ist hier faul. Hier fährt ein Zug, genau. Da fährt der andere. Das funktioniert. Das ist gut. Aber was geht hier gerade eigentlich schief? Das verstehe ich gerade nicht. Er fährt noch nicht mal raus. Ins Depot. Komm, weg damit. Hä, hier ist der Richt... Was zum Henker ist hier los? Ich habe diesen Blödsinn noch gar nicht gekauft. Ich habe diesen Blödsinn nicht gekauft. Was macht das Spiel? Irgendwie ist das eigenartig gerade. Das gibt's doch nicht. Moment mal. Wie viele Züge warten hier eigentlich? Okay. Ich glaube, der Grund für das Problem ist gefunden worden. Das Spiel ist leider erneut abgestürzt. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder, wie ihr sehen könnt. War nur eine Kurzunterbrechung. Ich musste das Spiel neu starten und einen Spielstand laden. Das Fahrzeug muss natürlich neu gekauft werden. Das ist auch ganz gut so, weil ich weiß nicht, wodurch der Fehler gerade ausgelöst wurde. Aber wir machen einfach weiter und lassen uns davon jetzt mal nicht beirren. So, wir nehmen die Borsig. Das hatten wir ja vorhin. Und wir nehmen 4 davon. 1, 2, 3, 4. Diese Komposition haben wir. Wir kaufen das Gefährt. Auch da 4 bei den Waggons. Das ist auch richtig schön gekennzeichnet. Und schicken den noch gleich auf die Strecke. Und zwar zu Suse. Genau. Und da fährt... Okay. Okay. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nicht, was hier los ist. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Ich weiß nicht, was hier los ist. Der macht, wie es aussieht, gleich 4-mal den gleichen Fehler. Ich hatte Waggons bestellt.
Was ist... Ah, seht ihr? Da ist er. Da ist er. Da ist der von mir gekaufte Zug. Der hat auch genau meine 4 Waggons wie bestellt. Aber was da los ist... Hier stecken noch Züge drin. Ich wüsste gerne, was das für welche sind. Vor allen Dingen, warum Zug 8? Ist das der jetzt, der da drin ist? Erstens der, der da drin ist. Da kommt noch einer raus. Was zum Henker? Noch mehr vielleicht? Nö, das ist normal. Hier ist alles gut. Das ist in der Tat eigenartig. Aber hier, liebe Zuschauer, da fährt der richtige Zug. Der auch demnächst Passagiere mitnimmt. Das funktioniert schon mal. Gut, dann gehen wir mal mit der Mission weiter. Und zwar, wir müssen doch den Schlangenbeschwörer. Den müssen wir doch noch beliefern. Dann müssen wir noch die Straße bauen. Na, geht das nicht billiger? Nein. Ja, so passt es, würde ich mal sagen. So nehmen wir es an. Genau. Dann machen wir noch eine Linie. Und zwar den Schlangenbeschwörer. Hm. Schlangengott. So, und der soll von da nach da. Fertig. So, noch 2 Fahrzeuge. So, das war jetzt dieser hier, genau, das war dieser hier. Nehmen wir 2 Stück davon. Und schicken auf den Schlangengottlinie, auf die Schlangengottlinie, genau. Und da kommen sie raus, unsere Kutschen. Na, jetzt nicht gegenseitig anrempeln. Das kriegt er hin. So, und der kriegt jetzt... Achso, das ist Kaffee für die Stadt. Das ist für den Schlangengott. Gucken wir mal, dass wir den Schlangengott glücklich finden. Dass wir die Schlange aus unserer Hütte rauskriegen. Nein, du sollst keinen Zucker holen. Du sollst Kaffee holen. Moment mal. Konfigur Vehikel. Moment, das Zucker. Moment. Das ist ein bisschen eigenartig. So, Schlangengott. Und zwar, er soll Obersurabu, genau. Da soll er bitte Kaffee laden. Und hier soll er bitte Kaffee entladen.
So. Um gleichermaßen Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, dass die Fahrzeuge wissen, halt, stopp, hier gibt's keinen Zucker, hier gibt's Kaffee. Das zeigen Zucker an. Ich weiß nicht, warum. Naja, wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Spulen wir erstmal ein Stück vor. Okay, das scheint... Achso, da, Opfer bringen. Die Priesterin hat gesprochen. Ich weiß, ich weiß. Opfer der Schlangenkönigin Kaffeebohnen. Genau, das machen wir jetzt. Zucker, wieso Zucker? Ah, hier seht ihr schon, guck mal. Zwei Personen haben wir schon transportiert. Jawoll! So, aber jetzt stell bitte um auf Kaffee. Jawohl, da seht ihr's. Kaffee für die Schlangengöttin. Gibt's auch sowieso nur Kaffee. Hm. Und auch hier jetzt gleich, es ändert sich jetzt um zu Kaffee. Jetzt wissen die Kutschen nämlich, dass sie hier Kaffee transportieren sollen. Gut, die Kutsche ist jetzt nicht... Doch, die ist voll geworden. Ja, wunderbar. Wisst ihr was, wir machen das mal gleich anders. Ich will keine Leerfahrten. Ach so, so ist das gemeint. Alles klar. Kaffee wird produziert. Das funktioniert doch. Dann wollen wir mal schauen, dass wir die Kaffeegöttin zufrieden stimmen. Oh, kann es sein, dass er 6 km/h. Ja, die Pferde haben schon was zu kraxeln. Das ist schon so eine Sache. Der ist sogar vielleicht ganz gut, dass wir die besseren Fahrzeuge genommen haben. Das können wir, glaube ich, auch hier sehen mit der Geschwindigkeit. Moment, Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. Ladegeschwindigkeit, wo war das nochmal? Hier nicht. Ich hatte, ja, bei den Zügen gibt es auch so eine Anzeige, wo du sehen kannst, wie schnell das. Oh, guck mal. Dein schmuckes Domizil ist neuerdings erquicklich schlangenfrei. Können wir die nie wieder einstampfen? Oder kriegen wir Geld? Wir kriegen Geld. Die Schlangengöttin bezahlt uns. Yay. Was produziert sie? Dann gar nichts. Sie konsumiert. Alles klar. Sie bezahlt uns. Dann kriegt sie Kaffee. Und hier warten Passagiere. Nur 5 Stück, aber hey, es sind Passagiere. Wisst ihr was? Ich glaube, ich wüsste, wie ich das noch besser pimpen könnte. Pimp My City nenne ich das jetzt. Wie lassen wir den jetzt fahren? Machen wir das doch mal so. Die Stadt ist schön groß genug. Eigentlich müsst ihr ein richtiger Umschlagsbahnhof hin. Ich würde sagen, machen wir das so, ne? Eine Bus, Bahn, Tram. Aber ey, guck mal, genau passiert das, was ich gedacht hatte. Es wächst, die Stadt wächst.
Ist es für Bus und Tram? Ja. Das muss sein, liebe Hausbesitzer. Das muss sein. Dann kann diese Bushaltestelle wieder dahin, wieder weg. Genau, weil dafür ist diese Station da. Dann lassen wir doch mal hier weiter. So machen wir, genau. Ja, ich würde sagen, das ist eine hervorragende Idee. Und die nächste Station fertig. Machen wir auch noch eine hin. Aber schaut euch das mal an hier. Das ist doch herrlich. Hier kann man eine wunderbare Bahnhöfe bauen. Oder Stationen bauen. Ja. Ja, das gefällt Bobby. Das gefällt Bobby. So, das ist jetzt die Stadt Surabaya. Die Surabaya 1. Die lassen wir mal von hier abfahren. Oh weh, es rumort im Inselinneren. Der mächtige Vulkan Merapi droht auszubrechen. Dieses Phänomen wurde bei der Streckenplanung nicht kalkuliert. Die Eingeborenen behaupten, man habe wohl irgendeinen ihrer Götter erzürnt. Wie dem auch sei, wenn die wertvollen Kaffeefrüchte auch künftig mit der Bahn befördert werden sollen, muss unabdingbar etwas unternommen werden. Es erscheint lohnend, die Infrastruktur zu entfernen, soll sie nicht unter Asche und Lava begraben werden. Okay, wir sehen können, wir sollen die Züge ins Depot schicken und bei der Kaffeeplantage aus, Moment, und entferne den Halt bei der Kaffeeplantage aus der Linie. Okay, das müssen wir jetzt machen, weil durch einen Vulkanausbruch. Aber liebe Zuschauer, das werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, genauso wie ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute.